Stand by. So. Aber nu. Der Nebel ist auch schon da. Diese miese Technik. Naja. Die Technik ist ja nicht mies. Ist nur die Verbindung nach Berlin, die zickt. Warum auch immer. Aber jetzt ist stabil. So. So mag ich das. Na, wie geht's euch? Ja, Dimo, für dich auch mal was Älteres jetzt mal, Anno 2070. Ja, Verbindung und Technik. Technik sehe ich jetzt eher, wenn du Dingprobleme hast, wenn du Rechnerprobleme hast. Ja, Rechner. Softwareprobleme sind da, wenn OBS spinnt. Ja, Gott und die Welt ist dann, wenn nichts geht. Aber nice try. Okay. So, genau, Anno 2070, gute alte Zeit. Wollte ich schon lange mal streamen. Hab da ewig rumgeeiert, bis ich das mal hingekriegt habe, dass ich's mit. Das steht schon wieder. Nur noch da. Da. So. Shepard, hey ho! Ja, hab da ewig mit rumgeeiert, dass das mal in 4K geht. Und hab's jetzt endlich hingekriegt und jetzt können wir's mal streamen. Hoffe ich. Nachdem sie auch letztes Jahr, mittlerweile ist das schon ein Jahr her, den Ding gepatcht haben, dass die ganzen Achievements und Ding geht. Ja, jetzt haben wir wieder dabei. Schmeißen wir an und gucken rein. Yep. Hey, Shepard. Stand by. Diddledum. Lazy to stream today. Ich finde, Augenkrebsauflösung hat mehr Flair. Ja. Bin ich bei dir? Aber dass ich Command & Conquer 1 auf DOS-Version kriege, da brauche ich noch ein bisschen Motivation. Ubisoft Connect. Der Start des Spiels wird vorbereitet. Because I like to play the old one, Shepard. That's why. Could also ask me why I didn't play Red Alert 3 instead of Red Alert 1. Dachte ich mir schon. Ich werde das noch zu Ende zocken. Okay. Bin gespannt. So. Warum zum Teufel? Was ist denn jetzt kaputt? Wollen wir nochmal neu starten. Das geht nämlich mit online. Frankly Patty just signed up for Tempest Rising. Well, not just. He already did work for them. They announced it, yes. Tatsächlich hatte ich noch nie das Problem, dass ich das Game zweimal starten muss. Jetzt bin ich gespannt. War vorher schon das Ubisoft-Logo? Ja. Ja. Jetzt loch in, du Sau. Geht doch. Da. So sieht das aus. Es gab nämlich den fröhlichen Patch 3.0, der hat nämlich die ganzen... Schnauze. Kann man nicht mal zoomen in dem Ding. Egal. Die haben jedenfalls die Server abgedreht und dann gab es einen Patch, der das nochmal gefixt hat, dass das doch wieder geht. Multiplayer geht auch wieder. Genau. I like moon buildings here. That's 2170, I guess. Ja, genau. So. Entsprechend geht alles noch, was damals ging. Weiß noch nicht, ob die ganzen Funktionen noch
schon wieder gehen. Warum zum Geier spielt er ständig den Drecksound? Nicht über meine Kopfhörer ab. Danke. Mann, du. So. Ich hoffe, er hat den Sound vorher. Gut. Wo waren wir? Genau. Ich habe das ja schon mal durchgespielt vor 15 Jahren. Genau. Entsprechend habe ich das hier alles schon, aber ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, dass man die Sachen freischaltet. Ist zwar immer ein netter Gag. Sie sind für SAAT eine immense Hilfe. Aber ja, wie gesagt, es sind Porträts, Speichererweiterung. Ja, mei, gar mit Leben. Weißt schon. Genau, ich habe jetzt tatsächlich noch Herausforderungen und Sachen, die ich noch nicht gemacht habe. Benutzen Sie Items des Typs Sprengsatz. Ja. So ein Bleistift. Oh, ich könnte nur auf Facebook teilen. Ja, klar. Genau, schon ein paar Upgrades. Müsste man ganz gut sehen können, weil ich habe, wie gesagt, die UI-Skalierung hochgedreht und deswegen geht das jetzt wunderschön. Ja, so viel habe ich noch nicht gespielt, Thomas. Das geht schon. Das ist mein Test von gestern. Genau, und Tiefsee habe ich tatsächlich nie gespielt. Das hoffe ich, dass ich dann hier irgendwo mal freischalten kann. Gesetzesentwurf steht zur Abstimmung. Man kann auch hier Senate wählen und so. Das geht immer global über Internet. Ja. Dann kann man immer auswählen, wen man nimmt. Ich hatte gehofft, dass wir auf deine Stimme zählen können. Wir sind jetzt mal voll Öko. Trotzdem gewinnt SSAT. SAAT. Bläh. Naja. Was haben wir noch? Weltratswahl. Positiv. Präsident des Weltrats kann nun gewählt werden. Ui. Ja, die haben immer verschiedene Effekte, wenn sie gewählt werden. Hier sieht man es. Hier haben wir zum Beispiel sofortige Entsendung von Lieferservice. Das ist so Nachschub schicken. Ja, schnellere Schiffe, Getränke, bla. Ökobilanz aller Inseln im Sektor verbessert. Lull. Das ohne den Öko zu wählen. Was will denn der Öko bringen? Warte mal, bist du überhaupt der Öko? Weiß ich gar nicht. Angriffsstärke. Ui. Und das ist der KI-Bot. Der würde Geld generieren. Na, wurscht. Ihre Loyalität ist vorbildlich. Genau, die werden dann gewählt und dann kriegt man die Boni. Die werden dann verteilt. Dann gibt es noch Tagesgeschehen. Das sind so Aufträge, die man machen kann. Aktuelle Auftragsparameter geladen. Bewegung, es gibt viel zu tun. Genau, und dann gibt es immer noch Weltgeschehen. Aufgrund jüngster Expansionen haben sich die Einsatzgebiete von Global. Und da kann man immer fröhlich spielen. Das ist jeden Tag eine andere, glaube ich jetzt. Jo, dann schauen wir uns mal das Videobriefing an. Auf ihrer Arche. Mein Name ist Eve. Ich bin eine künstliche Intelligenz. Meine Systeme sind darauf ausgelegt, Ihnen behilflich zu sein. Sie können mir blind vertrauen. Jederzeit. Status-Update. Erde. Aktuelles Jahr. 2070. Kontinuierlich steigender Meeresspiegel verändert Ökosysteme. Zahlreiche Küsten überflutet. Weitere Regionen gefährdet. Etliche Küstenmetropolen aufgegeben. Dürren und Missernten verursachen Völkerwanderungen. Nationale Strukturen verlieren an Bedeutung. Die bekannte Ordnung versinkt mit den Küstenstädten im Meer. Klimawandel verschärft Verteilungskampf um verbleibende Rohstoffe. Umdenken erforderlich. Zuvor karge Landstriche durch Verschiebung der Küstenlinien nun fruchtbar. Neue Technologien bieten neue Chancen. Die Wissenschaftsorganisation SAAT entwickelt Innovationen für die Zukunft. Sie haben die Archentechnologie ermöglicht und auch ich, Eve, bin ihre Schöpfung. Definition Arche. Schwimmende Forschungsstation. Erlaubt Inbesitznahme neuer Landstriche. Sie gehören zu den wenigen Menschen, die als Archenkommandant ausgewählt wurden.
registriere Interessenkonflikt. Das überaus mächtige Industriekonsortium Global Trust wird als weltweit größter Energielieferant versuchen, sich ihre Dienste zu sichern. Ebenso wie die Eden Initiative. Eine global agierende Umweltorganisation, die durch modernste Green Tech stetig an Einfluss gewinnt. Beide Organisationen wetteifern beim Ausbau ihrer Metropolen um Dominanz und kluge Köpfe wie Sie. Es ist Ihre freie Wahl, wen Sie in Zukunft unterstützen wollen. Wie auch immer Sie sich entscheiden, eines ist sicher. Sie können mir blind vertrauen. Jederzeit. Mein Name ist Eve. Update. Ende. KI, blind vertrauen, ist klar. Ist klar. Naja. So, was spielen wir denn? Wir können jetzt natürlich so Missionen machen, die... Es gibt Zusatzmissionen und es gibt Bonusmissionen. Don't ask me what is, aber ja. Ach, das müsste der Tiefseegraben sein. Das müsste das Tiefseezeug sein, glaube ich. Oh, und dann gibt es noch Einzelmissionen. Wenn wir ja nicht überfordert werden. Naja. Ich habe mir jetzt gedacht, wir spielen die Kampagne, also der Virus. Ist ganz lustig, da habe ich mal eins meiner ersten YouTube-Videos draus gebastelt. Seinerzeit. Ach, das kann man zu zweit spielen. Ja, konnte man. Glaube ich. Servus. Na. Dann spielen wir mal die erste Mission. Die Erfüllung des Zwei-Jahres-Plans wird mir bei Global Trust endlich das Ansehen einbringen, das mir zusteht. Das muss ich kurz checken, weil ihr alle ganz ruhig seid und keiner was schreibt, ob ihr überhaupt Sound habt. Dem ja 15 Mal einen Stream neu starten musste, damit das hier funktioniert. Entschuldigung, versuchen. Ja, okay, passt. Vielen Dank. Ja, okay, passt. So war es eine fröhliche Rückkopplung, oder? Naja. So, der Zwei-Jahres-Plan. Spielzeit. 15 Minuten. Eine Stunde. Na, hat man Durchschnitt, okay? Auch ne. Hinweis. Der hier auszuwählende Inhalt enthalten nicht die Features und Inhalte des Anno 2070, die Tiefsee-Ons. Ja, okay, passt. Spielen wir später. Ein dringlicher Einsatz im Auftrag von Global Trust führt sie zu Anlage 13, wo Thor Strindberg für die Versorgung des Konzerns mit wichtigen Rohstoffen verantwortlich zeichnet sich. Ja, okay. Die Stimmung vor Ort ist gereizt und die Produktion stagniert und die hydroelektrischen Kraftwerke liefern zu wenig Strom. Doch der Vorstand von Global Trust besteht auf der strikten Einhaltung des Zwei-Jahres-Plans. Oh. Ihr seht gar nicht, wie viele Frames ich habe, gell? Arche hat Zielkoordinaten erreicht. Moinsen! Loop, 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 loop. Da sind sie ja endlich, Herr Strindberg. Wir hatten bereits das Vergnügen. Und angesichts der Lage schlage ich vor, wir sparen uns weitere Förmlichkeiten. Die Lage. In diesen Anlagen produzieren wir im großen Stil Kohle und Öl. Tendenz steigend. Der neue Zwei-Jahres-Plan aus der Konzernzentrale ist wirklich eine Herausforderung. Hübsch. Um die Produktion weiter zu steigern, brauchen wir mehr Energie. Uns fehlt nur noch eine leistungsstarke Turbine für das hydroelektrische Kraftwerk. Links unten. Das Exoskelett aus Alien. Now what do you say, Shepard? Looks great, doesn't it? 4K sieht eh geil aus.
Sie werden sich um die Neukonstruktion der Turbine kümmern. Das ist ab sofort Ihre oberste Priorität. Verstanden? Hauptsache alle haben Kanonen. Ein sicherer Hafen auf hoher See. Global Trust hat übrigens ein Care-Paket für Sie geschickt. Die Kisten stehen hier im Weg, also holen Sie sie gleich ab. Okay. Kommandoschiff einsatzbereit. Navigationssysteme online. Genau, was ich übrigens gemacht habe, ist es ein Bloom ausschalten. Deswegen ist das hier alles auch ansehbar. Sonst leuchtet das hier alles wie solche. Sieht echt grausam aus. Okay, was heißt ausschalten? Ich habe es sehr reduziert. Man merkt es immer noch. Endlich können wir dann zum nächsten Punkt weitergehen. Hey, Danny, thank you. Heyo. Gut. Im Südwesten liegt eine kleine Insel. Errichten Sie dort Ihren Stützpunkt und vergeuden Sie keine Zeit. Jawohl, jawohl. Bin schon auf dem Weg. Took a very long time for me to get this game running on 4K with a stable UI. Because normally it's that small that you can't even read it on your display. So, yeah. Ja, Informationen für Siedlungsgründung verfügbar. That game kind of was Bebauungsplan. Was meant to be a hassle, but yeah. I wanted to stream it a long time before, but then they actually cut the servers. Then they patched it and then a year went by. It was actually a year ago. Achtung. Zu wenig Unterkünfte vorhanden. Bau von Wohnhäusern wird empfohlen. Zu wenig Unterkünfte. Was machen wir da? Rufe Polizei. So haben wir. Dun, 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 dun. It's also funny because I guess I played it the last time on my not on my second, but on my third last PC. So, yeah. Really funny. Okay. Warnung. Mehr Baumaterial benötigt. Lade Informationen zur Nachschubsicherung. Sie benötigen mehr Baumaterial. Und so. Pretty sure I don't need that much. But hey, first game. Moon Sands, the next one in the house. Special day today or what? Not enough wood, my lord. Not enough workers available to run this building. Actually, it's not a problem in this game. Drohender Nahrungsmangel. Nahrungsversorgung sichergestellt. Problem gelöst. Problem solved. Easy. And I really like the graphics. Dieser Auftrag wird Ihre Fähigkeiten nicht überfordern. Wisst ihr das? Ich sehe schon, wo das Problem bei dieser Turbine liegt. Das kriegen wir hin, sobald die anderen Probleme hier gelöst sind. Ja, der Walter, hab ich deri. Ich hätte ja schon längst mit meiner Arbeit angefangen, aber die Energie reicht offenbar nicht aus, um die Anlage in Betrieb zu nehmen. Ja, scheißen würde ich. So. Scanne Energieversorgung. Ergebnis mangelhaft. Empfehle Gegenmaßnahmen. Oh. Energielevel stabilisiert. Optimierung erfolgreich. Ich gratuliere. Every day I hover over your profile on LinkedIn and
persuade myself not to bother you on it during work time. What do you want to write me until... What? Am Damm wären dringende Reparatur- und Wartungsarbeiten nötig, aber Mr. Strindberg sieht das ja anders. Mhm. I always just want to thumb up your random German posts when I see them. Yeah, I really appreciate that, by the way, man. Thank you. I always be happy for the feedback, or better to say, for the likes. Because it's nice and also gives a bit of a... energizing, you know? Especially on LinkedIn, because... how should I say? A bit like Facebook, but makes more fun if you get likes there, because it's a work environment, you know. So there are not a lot of these bullshit posts. Some still, yeah, but yeah. Yeah, that's actually why I'm there and why I'm green all day long, because that's because of the corporate stuff and to keep the connections open and, yeah, you know. I tend to do more than just coding. I always, how is it called, networking and so, and with universities stay in contact and with other people, maybe joining companies and blah, blah, blah. Yeah. It'll be interesting how this goes in the next few months and years. Yeah, I always decide to not send you random funny works memes. You can send me all time, Moon. You can send me all time. I just look at it when I have time. CNC linked memes incoming. The sad part about this is that, yeah, the game is a bit old, but most people that are running around there are in that age that they actually get the jokes. Yeah. So, lesen wir mal vor. Risikoanalyse für den Einsatz einer optimierten Turbine. Sehr geehrter Vorstand, wie ich hörte, planen Sie, die Leistungskapazität unserer hydroelektrischen Kraftwerks mit Hilfe einer optimierten Turbine zu erhöhen. Aus fachlicher Sicht muss ich Ihnen dringend davon abraten. Unser hydroelektrisches Kraftwerk ist darauf ausgelegt, unter einer bestimmten Belastung zu arbeiten. Wir haben diesen Maximalwert bereits mit der letzten Produktionssteigerung erreicht. Die optimierte Turbine wird diese Belastung jedoch noch weiter erhöhen. Dies kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Halterungen der Turbine der Belastung nicht standhalten und auseinanderbrechen. Da die längstfälligen Wartungsarbeiten des Damms auf Wunsch von Thor Strindberg ins nächste Quartal verschoben wurden, kann ich nicht für die Stabilität der Strukturen garantieren. Actually, he says, we screw up. Durch den Belastungspuffer ist die Wahrscheinlichkeit für eine Katastrophe schwer einzuschätzen. Tatsache ist jedoch, dass ich die Sicherheit des Damms nicht gewährleisten kann. Ein Turbinen-Upgrade könnte katastrophale Folgen haben. Ich bitte Sie, den Einbau der optimierten Turbine noch einmal zu überdenken und mich vorher entsprechende Sicherheitstests durchführen zu lassen. Das könnten in 3 Tagen erledigt sein, diese. Ja, ja, der Peterson, Lobmord. Aufenthaltsort? Hydroelektrisches Kraftwerk. Ich empfehle die Kontaktaufnahme. Ja. CNC LinkedIn links incoming. Are we old? Yeah, a bit. By the way, Denku, did you saw me on the credits of Frankly Peggy's or the Baron Sun's YouTube post of the concert? It's really great. Kane, Lunak, please add me to your LinkedIn network. Lord, what? No? I guess I have the timestamp on video channel in my Discord. There you can see it. So,
Gut. She localized somehow. The guy is inside here. Ein Aufzug, ganz nach ihrem Niveau. Holen Sie mit dem Schiff Stindbergs Tiefseekonto. Okay. Schiff. Sie schon wieder. Ah, ich schon wieder. Well, if it isn't Lunak. Hey, Kanomancer. So, what's... Endlich einmal nützlich machen. What's so special about the... Today, or me playing Anno? Instant 10 people watching around and... Ölvorkommen unter Wasser zu entdecken war ein echter Glücksfall. Everyone is here. Den Zweijahresplan von Global Trust einzuhalten. Ein Scheißdreck, der scheiß Kraftwerk fliegt im Turm. Without the bloom, this game looks so much better. Haben Sie meine Anweisungen genau befolgt? Haha, he's chilling. Lul. That guy. I mean... Okay, the water looks better in the next games, but... Actually, it holds up pretty well. Zugegeben, keine schlechte Leistung. Aber diese Angelegenheit ist auch noch nicht geregelt. Okay. Sie werden doch nicht an dieser lächerlichen Aufgabe scheitern. Nö. Haben Sie den Befehl endlich ausgeführt? Na bitte, Sie lernen ja doch dazu. That's an armed harvester. I guess so. Rockets and MG. Ja, ein paar Leute. Enemy approaching! Kriegsschiff. Eher Witzschiff. You missed! Ich liebe diese Grafik. Das hier werden Sie wohl zustande bringen, oder? Sicher, sicher. Das war ja auch keine große Kunst. I get the impression he doesn't like me. Haben meine Nachricht also erhalten, wenn die optimierte Turbine ungetestet eingebaut wird, könnte das katastrophal enden. Ich bin machtlos, aber vielleicht hört Mr. Strindberg ja auf Sie. Nee. War ja wieder klar. Kann man die nicht taufen, oder wie? Ah, Prozent.
Ach du Heilige. Steuerung ist ein bisschen schwierig. Ja, ja, Peterson wieder einmal. Der wird doch noch überall Gefahr. Der Einsatz der neuen Turbine ist beschlossen. Bringen Sie also lieber diese Materialien zur Konstruktionsanlage. Ich bin wohl ohne Übertreibung einer der wichtigsten Mitarbeiter von Global Trust. Ohne meine Warenlieferungen läuft hier gar nichts. Wenn einer so wichtig ist, ist es meistens nicht. Der Stahl, wenigstens das funktioniert. Aber die Arbeiten hier gehen trotzdem kaum voran. Sehen Sie selbst. Wir sind ja fast fertig, aber Mr. Strindberg macht immer mehr Druck. Ohne weitere Arbeitskräfte werden wir seine Zeitvorgabe nicht einhalten können. Ermittler registriere eine Weiterentwicklung. Gratulation. Echt? Wenn wir die Zeitvorgabe einhalten wollen, müssen hier noch mehr Hände mit anpacken. Ah. Ne. Haben Sie meine Anweisungen genau befolgt? Ich glaube, ich hab's. Jammern Sie nicht, Peterson. Für Ihre Tests ist auch später noch Zeit. Sobald die Turbine eingebaut ist, wird das Kraftwerk auf volle Leistung gebracht. Dumme Idee. Auf volle Leistung, ohne Test. Purer Wahnsinn. Die strukturelle Integrität des Dams wird das nicht verkraften. Verdammt! Der Belastungspuffer ist ausgefallen. Die Halterungen brechen. Wir müssen raus hier. Alle raus! Was haben Sie getan, Sie Idiot? Für diese Katastrophe werden Sie sich schön allein vor Global Trust verantworten. Ich glaube mal, wir haben gewonnen. So, Mission 2. Core. Oh no. Sorry. Jetzt können Sie sich endlich einmal nützlich machen. Die Firma erwartet, dass Sie sich um diese Angelegenheit kümmern. In Anlage 13 herrscht Katastrophenalarm. Die optimierte Turbine, die ohne Test ins hydroelektrische Kraftwerk eingebaut wurde, hat zu einer Fehlfunktion geführt. Dabei wurde der Staudamm beschädigt. Nun strömen gigantische Wassermassen in Tor Strindberg Stadt. Und als wäre das noch nicht Unglück genug, hat Rufus Thorne, CEO von Global Trust, seinen Besuch angekündigt, um die Fortschritte beim Zweijahresplan zu überprüfen. Alarm! Oh, das leckt aber ein bisschen. Der Staudamm! Das Wasser überflutet die gesamte Anlage! Der Zweijahresplan, das ist mein Ende! Ja. Blub, blub. Da ist er, der Chef. Was geht hier vor, Strindberg? Sie sagten, Sie hätten die Sache im Griff. Los! Stehen Sie hier nicht herum! Unternehmen Sie etwas! Ja, Meeresspiegel absenken. Ich kann das erklären, Mr. Thorne. Das alles, das ist nicht meine Schuld. Aber ich werde die Sache selbstverständlich in Ordnung bringen. Mission 2. Ausnahmezustand. Und Fuxi, wie läuft's bei dir so? Alles geschmeidig? Anlage 13 muss so schnell wie möglich evakuiert werden. Am besten gehen Sie nach dem Global Trust Notfallprotokoll vor.
Sie haben Mr. Thorn gehört. Wir müssen die Überlebenden schnell in Sicherheit bringen. Nur etwas langweilig. Ja, dann. Ist ja gut, dass ich streame. Alles abgesoffen hier. Alles abgesoffen hier. Mein Husten wird auch besser, aber man merkt es noch beim Stream nicht. Aber er neigt sich dem Ende. Hoffe ich. Ist auch immer noch Tee. So, ist auch schön, dass man in der nächsten Mission quasi die alten Gebäude mit übernehmen darf. Das wusste ich schon gar nicht mehr, dass das geht. Okay. Na, also. Nur das im Straßennetz ist noch ein bisschen unpraktisch, aber egal. Wollen wir damit imponieren, habe ich recht. Ja. Zielvorgaben erreicht. Ich gratuliere. Die Global Trust Archen sind für alle möglichen Notfälle ausgerüstet. Ich habe Sandsäcke an Bord. Sichern Sie damit die Bestände in den Warendepots. Sandsäcken. Naja. Ne, das wollte ich nicht. Wie war das nochmal? Shift-Taste und Linksklick. Ah, ja. Irgendwie so. Das ist Ihre Chance. Enttäuschen Sie mich nicht. Nö, nö, Chef. Ich auch gerade vorschlagen. Nö, nö. Koordinaten der wichtigsten Warendepots. Und jetzt? Ah. Das castet man quasi auf Neudeutsch. Sonsi. Find's nur schade, dass man sie nicht sieht. Wann kam das Game eigentlich raus? 2006? Nee. 2010 sowas. Wir waren gesichert, aber dort dringt auch schon Wasser ein. Wir müssen sie auf ihre Insel bringen. Ah, da kommen die Sonnensäcke. Guck mal. Wir sehen halt eiskalt nur das Warndepot. Rattler. Ja, aber da läuft das Wasser nicht vorbei, oder wer? Eieiei. Jetzt können Sie sich endlich einmal nützlich machen. Hohl. Verena? Meine Insel heißt Verena. Ein schöner Name. So. Wie kann ich helfen? Gornel? Oh, keine Aufwertungen. Ausrüsten, irgendwie. Na, wurscht. Das war auch das einzig Sinnvolle, was sie tun konnten. Sicher, sicher. Evakuierungsmaßnahmen greifen. Sehr gut. Ingenieur Peterson hat sich übrigens bei mir gemeldet. Er betreibt Schadensbegrenzung am Staudamm. Helfen Sie! Jawohl, Sir. Berechne Wiederaufbaumaßnahmen für Anlage 13. Jawohl, Sir. Oh. Ich brauche eine Spiritosenfabrik für die Wiederansiedlung. Keine Ahnung. Achtung! Warenproduktion gestoppt. Ursache? Keine Farmfelder vorhanden.
Jetzt einmal schmerzig. Produktion nicht möglich. Insel verfügt nicht über die benötigte Fruchtbarkeit. Ich bedauere. Okay. Die Firma hat immer ein gewisses Warenkontingent vor Ort. Die Firma. Kann ich dem Vorstand von unserem Erfolg berichten? Sie wissen, was man von Ihnen erwartet. Bist du nicht selber der Vorstand? Neue Fruchtbarkeit verfügbar. Ich gratuliere zu so viel Weitblick. Weitschauen habe ich schon mal gerne. Analysiere Bedürfnisse von Tycoon-Angestellten. Öffentliches Gebäude des Typs Casino bevorzugt. Bau empfohlen. Bitte warten. Bau empfohlen. Bitte warten. Ein Casino hinscannen. Oh. Also eure Spezien saufen gerade da drüben ab und ihr möchtet ein Casino. Habe ich es jetzt richtig verstanden? Registriere demografische Veränderungen innerhalb der Bevölkerung. Sehe eine Trottel. Registriere Warenengpässe. Schaffung neuer Produktionsareale empfohlen. Detailliertes Informationsmaterial verfügbar. Bestätige. Rohstoffvorkommen zur Werkzeugproduktion ab sofort zugänglich. Aha. Ein Wolli. Warnung. Mehr Baumaterial benötigt. Lade Informationen zur Nachschubsicherung. Ist mit dem mehr Baumaterial habe ich vorher schon festgestellt. Machen wir hier so. Upp. Da haben wir uns mal verbaut hier. Klack. Ein Werkzeugproduzent, der braucht. Ach du Scheiße. Braucht der. Erst einmal brauchen wir Eismine. Dann brauchen wir eine Kohlemine. Dann brauchen wir eine Eisenschmelze. Kippen wir irgendwie Horn vor. Und dann braucht man Werkzeugbauer. Jeder neue Tag ist ein Geschenk. Sollte diesmal die Leute drüben, die gerade am Absaufen sind? You. Ja, Drohnen. Und der Adler natürlich. Adler, ganz wichtig. Der neue Tag ist ein Geschenk. Schau, steht sogar Eisen drauf. Hier fehlt es uns an nichts. Die Minen haben übrigens begrenzt Inhalt, also nur 5000. Da gehen die auch leer. Ja, wir gerade mal kurz bei der A, ja. Ein paar, die mir zuschauen. Hier fehlt es uns an nichts. Wieso füge ich über keine Items? Vielleicht darf ich die noch nie ausrüsten. Ah, da werden die Hämmer produziert. Fehlt es uns an nichts. Ich würde gerne näher reinzoomen können.
Die da oben waren irgendwas. Ah, da ist ein Bär. Uns geht's prima. Möwe. Das ist das Schöne an dem alten Anno, dass sich dir noch was so rührt, also so wirklich rührt. Jeder neue Tag ist ein Geschenk. Quasi Siedler-like hier. So, was sollen wir überhaupt machen? Haben Sie hier nicht das Sagen? Ich glaube, Sie sind ganz okay. Oh, danke. Immer her mit den Golen. So, Spirituosen haben wir. Glücksspielhalle haben wir. Brauchen wir noch mehr von den Leuten. Ach, hier war das genau. Also Fisch ist relativ knapp. Da haben wir jetzt einen zweiten Fischebrei. Ich hab schon an schlechteren Orten gelebt. Mit der großen Frage, ob wir die überhaupt abholen können. Dann bauen wir da mal einen Einer wahrscheinlich so. Ui, Anno, hey, Quarzilein. Hast du aufgestanden? Ist Anno 2070, das kann man sogar im Koop spielen. Weiß noch nicht wie. Schleichen Sie sich doch nicht immer so an. Buh. Bauen wir auch noch einen hin. Benötige mir Werkzeuge. Sehr schön. Hast du denn das überhaupt? Also 18er habe ich installiert, so ist es ja nicht. Da warte ich ja quasi nur auf dich. Was ist mein Missionsziel eigentlich gerade? Ah, ich brauche 2 Werkzeugbauer. LOL. Hätte man sich jetzt denken können, aber... Ja. Haben wir halt nicht. Spiel gespeichert. Werkzeugproduktion vollständig. Betrieb hat seine Arbeit aufgenommen. Ich gratuliere. Schön. Zugegeben, keine schlechte Leistung. Aber diese Angelegenheit. Fünfzehn Tonnen will der. So, mal. Ja dann. Da bin ich schon gespannt. Koop-Stream mit Quarkzielern. Stimmt, ich wollte mal gucken, ob das hier überhaupt abgeholt wird. Aber ja, wird's. Die können ja fliegen hier. Ne? So. Ich habe schon an schlechteren Orten gelebt.
frage mich gerade, ob man hier irgendwo sieht. Ah ja, klar, hier sieht man, ob es Plus oder Minus ist. Ah, okay. Nimmt ab, nimmt ab. Hoffentlich geht es weiter bergauf. Ah, Spirituosen brauchen noch einen. Wie es aussieht. Dann bauen wir mal hier unten hin. Alkohol. Da. By the way, Kenomancer, you still here? I see a little blue crown. You could use. For free. Ah, damn it. Straße falsch gebaut. Gewonnen! Ich habe tatsächlich gewonnen! Der Orkuna? Ja, Getränke passen nicht so, das habe ich schon mitgekriegt. Ah, jetzt hat's. Maxchen! Hey ho! Willkommen to the house! Spielen wir wieder einen Klassiker hier. Fröhliches Sofa-Gaming, ja. Mit den Fischen bin ich aber noch nicht zufrieden. Jut. Heute darf ein Fisch bloß beim Kontor bauen. Achso, okay. Ha, den darf ich da draußen bauen. Lul. Ah, den bauen wir jetzt da hier. Einfach nur das Gag. Ja? Kann man den upgraden? Ja, kann man. Hallo, ich bin der große Kontor. Müsste man den hier aber auch upgraden können? Ah, ja. Blup. Also ich weiß noch nicht, ob es im 20er so ist, dass es dann mehr Marktkarren gibt. Wenn man sie upgradet. Ich glaube, das war schon immer so. Ja, sagt er da. Jawohl, jawohl. Ja, Maxchen, ich spiele hier übrigens auf 4K und ohne Blumen, gell? Deswegen kann man hier was sehen. Und mit Blumen ist das hier immer... Das waren auch die Blumenseuche damals. Da war alles immer voll mit Blumen, dass man nichts mehr gesehen hat. Genauso wie mit diesen Lensflares überall. Ohne Blumen? Nee, Blumen. Blumen ist was anderes. Ah, so, ein bisschen was rausgekommen. 2011 kam das Game raus. 2011 ist das schon gewesen. Also, gemütliche 12 Jahre. Du hast eine Menge Freunde, Kane. Kann die Toten schon gar nicht mehr zählen. Cranky, hau ihn rein. 15 Monate schon. Danke dir. Guten Abend. Damals war alles besser. Ja. Tatsächlich spiele ich das Game gerne, weil gute alte Zeit und so. Ich habe es vorher erzählt. Ich glaube, das ist mein... Was ist denn hier? Was bauen die denn hier? Eine Nuke oder was?
Achso, genau, ich brauche 15 Werkzeuge. Soll vielleicht nicht ständig was bauen. Na, was habe ich gesagt? Ja, genau, ist mein vorvorletzter Rechner, auf dem ich das gespielt habe. Also das Game hat quasi nicht mal der Rechner gesehen, auf dem ich Stream angefangen habe. Was ist denn das für eine Map? Weltgeschehen? Ne, Kampagne tatsächlich. Ich dachte mir, ich fange jetzt mal Kampagne an, spiele das mal durch. Weltgeschehen, sie haben es ja gepatcht, gell? Also du kannst jetzt alle Missionen mehr oder weniger nacheinander spielen, jeden Tag irgendwie. Und die ist so schlecht. Ja, gut, okay. Genau, dann gibt es noch die Bonusmissionen, da gibt es noch die normalen Missionen und dann gibt es noch die Tiefseemissionen und spätestens die habe ich nie gespielt, von daher, da kommt dann was Neues. Aber ja, ich kann mich auch an die Kampagne ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, außer ans Finale mit sehr vielen U-Booten. Aber ja, das ist eine Überraschung für später. Mal gucken, ob ich wieder so eskaliere. Ah, genau. Ja, sind ja fertig hier. Kann man hier irgendwie einzelne? Shift? Ne. Steuerung? Ne. Ich kann doch hier irgendwie angeben. Ach, da sind sie. Jetzt. Das. Ich wusste es. Hey. Wo muss ich denn? Wo muss ich denn überhaupt hin? 15 Werkzeuge irgendwie. Ach, zu Badam wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Ein Anno 2070 Streamer. Hey, Ringo Kiki. Hallihallo. Ja, ich dachte mir, ich pack's mal wieder aus. Also, ich hab da eigentlich schon Bock drauf, das vor einem Jahr zu tun, aber ja. Real Life und so. Das war das dritte Projekt nebenher, das ich am Laufen hab, aber. Naja. Ja, selbstverständlich. Richtig cool. Jo, also, ich werde auf jeden Fall die Kampagne durchspielen. Und habe eigentlich auch vor, dass ich die ganzen Bonusmissionen durchspiele. Und dann vielleicht auch Weltgeschehen irgendwie so. Hab da noch keinen Plan für, aber. Was sind die anderen zwei? Also wenn ich jetzt nicht Command & Conquer oder Battlefield oder Hunt spiele, die ja Multiplayer-lastig sind eigentlich. Dann ist es Soul Reaver, was ich noch am Laufen habe. Also die komplette Reihe. Und wenn sie denn noch geht, mir ist meine Festplatte zerlegt. Wir sehen den unentdeckten Krieger. Danke für den Follow, mein Freund. Und das andere ist. Na. Turok. Zwei in dem Fall. Dass ich noch fertig machen muss. Erfolg auf ganzer Linie. Bei Ihnen fast schon der Normzustand. Ich wollte aber jetzt nichts zum Ballern haben, ich wollte was Ruhiges. Wirklich großartige Arbeit für die Firma. Gut gemacht. Das hätte ich vom Papa Schlumpf auch mal gern gehört. Wo sich Strindberg hinter Ausreden und Anschuldigungen versteckt, reagieren Sie schnell und bewahren einen kühlen Kopf. Global Trust wird das nicht vergessen. Ja, ich habe tatsächlich auch. Allein Peterson schuld. Er hat die Turbine falsch eingebaut. Aber ich müsste mich um diesen Neuling kümmern, den Sie mir geschickt haben. Ich kenne die Fakten, Strindberg. Sie haben die Verantwortung. Der Vorstand wird auf Ihrer Versetzung bestehen. Ein Glück, dass ich bereits Ersatz für die Leitung von Anlage 13 habe. Mich? Sie suspendieren mich wegen eines einzigen Fehlers. Sind die richtig? Aber ich weiß, wem ich das zu verdanken habe. Und eines Tages revanchiere ich mich dafür. Sorgt er. Ja, genau. Wobei Anno 2070 eigentlich von daher lustig ist, weil hier hat jedes Schiff einfach eine Kanone an Bord und du kannst mit Dukes um dich schmeißen. Ja. So viel zu ruhiger. Aktuell kein Crank-Service. Ja. Ich meine, ich habe noch als Projekt tatsächlich Alarmstufe Rot 2 rumliegen, aber du hättest ja gerne wieder Generals, gell? Mal gucken, dass wir dann mit einer Generals
Vielleicht so, ja, Dezember weiß ich jetzt nicht, aber so Dezember, Januar rum. Vielleicht im Januar, hm? So mal ein bisschen Generals 2 spielen. Oder Subcom, hm. Wenn ich im Subcom halt im Multiplayer was könnte, da bin ich halt der komplette Noob. Und die Leute, die da rumlaufen, sind natürlich alle komplett irre. Die spielen das auch schon seit 10 Jahren. So, Mission Nummer 3. Die Firma wünscht, dass sich jemand Vertrauenswürdiges hier um kümmert. Und zwar diskret. Bin sicher, da gibt's einen Mod für. So. Schwarzes Meer. Hallo Display, by the way. Alter Lurker. Thor Schrindberg wurde für sein unprofessionelles Verhalten strafversetzt. Doch zuvor muss er noch mit ansehen, wie ihnen die Verwaltung von Anlage 13 übertragen wird. Kein Wunder, dass Mr. Strindberg sie für seine Misere verantwortlich machen will. Ihnen bleibt jedoch keine Zeit, darüber nachzudenken, denn am beschädigten Stauraum von Anlage 13 zeichnen sich neue Schwierigkeiten ab. Find's auch nett, wie überall immer die Statistik ist, wie schnell man fertig wird. Mayday! Mayday! Ölplattform, bitte melden! Wir sind manövrierunfähig. Ich wiederhole, wir sind manövrierunfähig. Ich mag's nicht sehen. Und wumps. Ach, nehmen wir. Mein Gott, sie kollidieren! Der Tanker rammt die Plattform! Das ganze Öl läuft ins Meer und wir können nichts tun! Das ganze Geld! Ach nee, das ist die arme Umwelt! Hier spricht der Captain des Tankers. Es gibt Überlebende hier an Bord. Wir brauchen ein Rettungsteam. Schwarzes Meer. Bin da nicht überlegen, ob ich das Video schneiden muss oder ob ich einfach die Kampagne so auf YouTube dann schmeiße. Anlage 13, jetzt die Ölplattform. Ich muss sofort mit dem Vorstand telefonieren. Sie koordinieren die Rettungsmaßnahmen. Tun Sie alles, was nötig ist. Jawohl, Sir. Vorn nochmal. Wir haben einen Funkspruch des havarierten Tankers empfangen. Die Lage ist kritisch. Fahren Sie sofort hin. Bin schon da. Die Rettungsboote wurden bei der Kollision beschädigt. Wenn wir sie nicht bald reparieren, saufen wir mitsamt dem Tanker ab. Hat die Kuh Wegschirm. Oh, nochmal. Wir haben einen Funkspruch des havarierten Tankers empfangen. Die Lage ist kritisch. Fahren Sie sofort hin. Herr Maxchen hat sich gerade beschwert, dass die Story so scheiße ist. Aber ja, wie gesagt, ich spiele es auf jeden Fall durch. Was braucht ihr jetzt? 15? Na, 10. 10. Gut, dass ich von Haus aus so viel Zeug baue. Apropos bauen. Brauchen wir mal ein paar Häuser hier. Konnten Sie wirklich was für mich tun? Nö. Nichts anderes habe ich von Ihnen erwartet. Hans. Engpässe in der Nahrungsversorgung registriert. Boom. Zufriedenheit sinkt. Kontaktaufnahme mit Bevölkerung empfohlen. Servus, wir haben nichts mehr zu fressen. Glückwunsch. Normalerweise hätte ich heute leckeren Fisch am Teller, aber es gibt kaum welchen, wegen dieser Ölpest. Ich finde, wir brauchen mehr Fischfabriken. 21,70? Keine Ahnung, das war ja so ein Rohrkrepierer eigentlich. Also irgendwie hat das jeder verdrängt, dass es das Game gab. Vorhin hat meine Frau frischen Fisch gebraten. Endlich wieder was Anständiges auf dem Tisch. Frische Fische. Das Game registriert eine nicht identifizierte Arche. Übertrage Koordinaten. Jana Rodriguez von der Eden Initiative. Wir haben den Notruf aufgefangen. Sind hier, um zu helfen. Komm am besten sofort zu mir, damit wir die Rettungsmaßnahmen koordinieren können. Ist 22,70. Wundert mich nicht, dass die Eden Initiative sofort zur Stelle ist. Jana Rodriguez nutzt doch jede noch so tragische Gelegenheit, um sich als Gutmensch aufzuspielen.
Ha, ha, da habt ihr es. 2011 gab es auch schon gut Menschen. Ist nichts Neues. 22,5 war es. Ah. Keine Ahnung. Zusammenarbeiten, wenn wir das hier schaffen wollen. Ich schicke dir gleich einige Konstruktionspläne. Das wirst du sicher noch brauchen. Ich denke schon, dass Mods, also warum sollten Mods verboten sein? Gibt's ja keine, also. Die brennende Ölplattform ist unser erstes Ziel. Während ich eine Löschvorrichtung organisiere, solltest du dich um die Verstärkung kümmern. Je schneller, desto besser. Scheiße, ich muss noch Ökos bauen. Ups. Haben wir noch einen Platz? Die ersten Zuwanderer sind schon eingetroffen. Großartig. Bitte schau doch gleich nach, ob sich schon Freiwillige für den Einsatz gemeldet haben. Ja, Freiwillige ohne Stoß haben wir zuerst einmal, aber ja. So. Da. Die Katastrophenschutzexperten sind gebrieft und warten bereits in ihrem Kontor. Sie sollten die Männer sofort zu Jana Rodriguez bringen. Ne, Mods sind immer erlaubt, also Ringo, da kein Problem. Da musst du keine Sorgen machen. Nö, 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 nö. Ist nur ein Problem, wenn du den Mods kaufen würdest. Und dann wäre es nur ein Problem für... Aha. Dann wäre es nur ein Problem für den Verkäufer, nicht für den Käufer selbst, also so. Alles easy. Achso, hier darf man ja Wasser bauen. So ein Scheiß. So. Ja. Nicht, dass ich sie bräuchte, aber ich baue jetzt einfach mal zwei. Und weil wir gerade dabei sind, was bauen wir neben dem Bier? Ein Tee. So, liebes Quarzelein, jetzt kriegst du einen Chai. Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Hm. War jetzt nicht so ganz wie geplant. Kriegt ihr da rein? Schau mal. Mist. Hat nicht sollen sein. Die haben so eine blöde Größe. Habe ich schon erwähnt, dass mich das nervt, dass ich immer auf Stufe einschalten muss. Für Straßen. Naja, gut. So, der Brandmeister. Mir stinkt's hier. Nicht mehr lange und ich bin weg. Ich gebe Ihnen Gelegenheit, Ihre Loyalität unter Beweis zu stellen. Münchner Stadtwappen, interessant. Ja genau, wenn du das komplette Spiel mit runterladen würdest, dann wäre es ein Problem. Was? Also, ich muss, was machen? Bringen Sie den Brandschutzexperten von Ihrem Konto zu Janas Arche. Was tun wir da hin? Ruiz. Und alles erledigt? Setzen Sie auf die Effektivität und erreichen Sie Kohlekraftwerk. Setzen Sie auf Nachhaltigkeit und errichten Sie 3 Windkraftwerke. Und sagen wir doch einmal nachhaltig, ne? Nein, bin ich freundlich. So, schafft. Ich empfehle Ihnen, Ihre Prioritäten zu überdenken. Jawohl, Chef. Hast einen richtig guten Job gemacht. Ich habe alarmierende Nachrichten. Ich baue mit der 10-Haarregel. Das Feuer breitet sich weiter aus. Sie werden also die Löschmaßnahmen unterstützen. Wie ist mir egal. Sie haben freie Hand. Also ich habe früher immer Öko gespielt. Sagen wir es mal so. Und es lag mir eigentlich immer ganz gern daran, weil da die Insel hübscher ist. Sonst ist es immer so go. Ja. Löschvorrichtung kalibriert. Unschön. Zielerfassungssystem online. Bitte Zielkoordinaten eingeben und Löschvorgang starten. Ja, wie? Okay.
Wie konnten sie das Feuer eindämmen? Durch eine Technologie der Eden Initiative? Nun, letztlich zählt das Ergebnis. Ja, Display, wie gesagt, die haben ja die Server vor einem Jahr. Das breitet sich aus. Wir müssen herausfinden, wie groß die Schäden sind, damit wir die richtigen Maßnahmen ergreifen können. Oh, Wale. Gekillt und dann gab es ein Patch und jetzt weiß ich nicht, wie das läuft. Entweder gibt es neue Server von der Community oder das Peer-to-Peer. Don't know. Analysieren wir mal. Nee. Datenlog für Missionsziele aktualisiert. Sie haben es abgedreht. Dachte ich. Jedenfalls mussten sie es patchen. Merci für den Giftsab, mein Lieber. Merci. Die Entwickler hatten sich gegen Blue... ja, schön. Sie haben es trotzdem gepatcht. Wie gesagt, die Server waren weg zwischendrin. Du konntest das Game nicht mal mehr, glaube ich, starten. Oder zumindest ging es einen Haufen nicht mehr. Genau. So, was müssen wir jetzt tun? Ich zähle auf dich. Also bau keinen Mist. Nehmen Sie eine Wasserprobe in der Nähe des Strandes. Strand? Ach, das ist das rote Zeug. Wie gesagt, das haben sie vor einem Jahr gefixt. In einem Datenlog für Missionsziele. Patch, den sie halt selber gebaut haben. Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Pumpgun. Genau. Ich hab's befürchtet. Die Werte sind katastrophal. Die regenerativen Fähigkeiten der Natur können einer Katastrophe diesen Ausmaßes nicht beikommen. Und unsere Einsatzkräfte auch nicht. Ich glaube, für die Analyse muss studiert haben. Ich brauche Spezialisten vor Ort, die sich mit Ölkatastrophen auskennen. Könntest du sie auf deiner Insel aufnehmen und alles für ihre Ankunft vorbereiten? Da kommst jetzt erst drauf, es hat eine Ölplattform zerlegt. Errichten Sie eine Konzerthalle, weil Spezialisten brauchen eine Konzerthalle, logisch. I smell shit. Nicht übel. Dachte fast, du schaffst es nicht. Ja. Also, Konzerthalle bauen für Spezialisten, das war jetzt echt. Also, jetzt fast nicht übers Herz gebracht, dass ich es mache. Ah, scheiße. Ja, ich brauche ein Depot. Guck mal hier oben, ja. Oh. Ah, Flügeln. Dachte, das würde gehen. Jawohl. So. Sind mal die Ökonasen hier zufrieden, hoffe ich mal. Das ist schon mal schön. Gut, was muss ich denn noch? Errichten Sie folgende Gebäude. Angestelltenwohnhaus. Arbeiterwohnung. Ich glaube, die müssen sich entwickeln. Ist ja immer meine Verabschiedung. Oh ja, stimmt. Ja, dann ein gutes Nächtle, lieber Cranky. Vielleicht könnt ihr einen extra Lord einbauen, ja. Ach man, ich will mal so viel am Stream noch basteln. Aber langsam bin ich wieder motiviert, dass ich was tue. Das hilft schon ungemein. So, damit die aufrüsten, brauchen die eigentlich Nahrung. Und da die keine Nahrung haben... Simpel doof. Unsere Verkaufsschlager, die Eden Evergreens sozusagen. Aha. Okay, machen wir einen Fisch. Die Organisation dankt. Bitte. Gabst du einen Fisch? Na. Beton oder Verkäufer? Oh, die sind schon komplett abgesoffen. Lul. Die Insel gibt's nicht mehr. Die Schadstoffbelastung des Erdreichs ist zu hoch. Wir brauchen weitere Teeplantagen, bis sich die Insel von dieser Katastrophe erholt hat. Aha. Mehr Chai. Also jetzt weißt du, was in deinem Chai drin ist. In deinem Chai ist Benzin.
Das hier ist ein Abenteuer. Aber ich glaube, wir werden es meistern. Ein großer Trockenofen. Schau mal, ich hab doch Items gekriegt. Da. Verbessert sämtliche Gebäude des Typs T-Plantage. Erhöht die Produktivität des Windkraftwerks. Verbessert die Spirituosen. Oh. Waren. Ja, Spirituosen gehen wir eh ab. Warum fehlen mir so viele Spirituosen? Sagen wir mal. Es gab doch hier irgendwo die Pinsitte auch. Ich glaube, es war das erweiterte Menü. Wo war denn das hier? Ne. Zu uns Datenbank? Ja. Egal. Da. Ölgröße, Hauptsache es gibt genügend Spirituosen. Ja. Saufen muss immer gehen. Freue mich schon, wenn mein Titanfigur fertig gedruckt ist. Oh, cool. Also errichten Sie einen Angestelltenmonat. Die Kamera sind schon eingetroffen? Großartig. Bitte schau doch gleich nach, ob sich schon Freiwillige für den Einsatz gemeldet haben. Danke. Die Ölspezialisten sind jetzt soweit. Warten darauf, von Ihnen zu Miss Rodriguez gebracht zu werden. Alles pack. Wenigstens ist die Arche gleich direkt vor der Haustür. Weil du den Auftrag geschafft hast? Ja, ich grinse nur darum so. Endlich, die Spezialausrüstung ist eingetroffen. Damit können wir den Ölfilm an der Wasseroberfläche abpumpen. Übernimmst du den Job? Für die Initiative! Was muss ich machen? Öl, Öl, ja. Gerade kam eine Meldung rein. Ein paar Delfine sind direkt in den Ölteppich geschwommen. Wir müssen sie da rausholen, bevor sie ersticken. Ja, die Delfine! Scheiß auf die Ölpest, erstmal Delfine retten. Das Schöne ist, im 20er Anno, da kannst du wenigstens die Suchquests noch schön sehen. Bist du so, weil du den Auftrag geschafft hast? Unter uns? Eden Initiative bräuchte viel mehr Leute wie dich. Im 18 ist das immer sehr nervig, dass du die findest. Ja, dann pumpen wir. Prüfungsvorgang initiiert. Schalte Schiffssteuerung auf Automatik. Warnung. Vorgang kann nicht abgebrochen werden. Warnung. Ist mir scheißegal. Frische Fische, frische Fische. Wer hätte gern frische Fische? Schwimmen können die Nasen auch. Da, Betonkraftwerk, sehr schön. Was haben wir da? Holz. Holz! Jetzt habe ich gerade was abgeholzt. Wenn die Holz haben. Geht mir gar nicht. Oh, oh, Holz. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Hab da gerade was abgeholzt. Da läuft er rum. Der Holzer. Sägewerk? Wieso hat Sägewerk eine Reichweite? Moment einmal. Ah, Baumschule macht Bäume. Ah. Ja, ist eine Zeit her. Genau. Du sollst eigentlich da erforschen. Und dann hast du da mal wieder die Victor. So. Das funktioniert andersrum. Die Baumschule forstet und der Holzer holzt ab. Ja, okay. Das habe ich jetzt nicht so ganz im Gefühl gehabt. Ja.
So, die Tycoons. Die brauchen einen Sandextraktor. Was denn? Wo? Anscheinend haben wir da keinen Sand. Wir brauchen einen Kalksteinbruch. Anscheinend haben wir da keinen Kalk. Anerkennung der Eden Initiative verdient hat, dann du. Ja. Wir sollten überprüfen, ob unsere Maßnahmen greifen und sich die Belastung des Wassers reduziert. Bitte nimm noch eine Probe und bring sie zu mir. Ja, ich sehe ja hier, dass das noch nicht fertig ist. Alles klar bei dir? Also, das war der Probennehmer. Wie macht uns dir heller heiß, wenn das hier schief geht? Datenlog für Missionsziele aktualisiert. Grinst du so, weil du den Auftrag geschafft hast? Wow. Wow, unglaublich. Wir werden die Proben noch genauer analysieren müssen, aber es sieht richtig gut aus. Ein Scheißtrick. Gegenstände im Wasser. Was hast du wenig? Für die Firma ist soeben gestiegen. Schau doch mal die Scheiße, oh? Die da noch schwimmt. Wale! Das war gutes Teamwork. Ohne dich hätte die Sache hier ganz anders ausgesehen. Im Namen der Eden Initiative, danke. Eine fröhliche Buckelwale hier. Oh, schön. Ich find's geil, wie das einfach auf 75 Frames runtergeht. Ausnahmsweise kann ich Miss Rodriguez nur zustimmen. Sie haben der Firma noch größere Verluste erspart. Leute wie Sie kann die Firma immer brauchen. Nach dem Ausfall von Anlage 13 müssen wir umdisponieren. Wir können die Ziele des Zweijahresplans immer noch erreichen. Aber nur, wenn wir sofort mit dem Wiederaufbau beginnen. Jawohl, Sir. Registriere irreguläre Aktivitäten in diesem Sektor. Herkunft unbekannt. Signal ist kodiert. Piraten? Vielleicht der andere Trottel, den wir jetzt zur Insel zusammenbomben möchte. Gott, dass das so lange her ist, dass es nicht mehr war. Mission Nummer 4. Eden Initiative bräuchte viel mehr Leute wie dich. Boah, es geht ja richtig schnell. Ich habe dem Vorstand von Ihnen berichtet. Alle sind sehr angetan. Ah, 2 Stunden. Okay, jetzt kommt eine lange Mission. Die Ölkatastrophe konnte mit ihrer Hilfe eingedämmt werden. Doch von Anlage 13 ist noch nach dem völligen Zusammenbruch der Staumauer nichts mehr übrig. Während Rufus Thorne bereits plant, ihnen die Leitung für den Wiederaufbau zu übertragen, ereignet sich etwas Unvorhergesehenes. Eves System registriert plötzlich sonderbare Signale. Die Quelle ist ganz in ihrer Nähe. Oh, Warnung. Drohne. Unbekanntes Objekt registriert. Lokalisiere Quelle des Signals. Koordinaten erfasst. Da kommt die Killerkai. Analysiere Datenübertragung. Fehler 342. Vorgang abgebrochen. Nachricht kann nicht vollständig übermittelt werden. Ich bedauere. Was habt ihr für beschissene Fehlercodes? Geht aber gar nicht. Max, wir hatten das doch die Quest gelassen. Sag mal. Ihr Auftrag? Folg mir. Dringend angelegt ist.
Gehen können, bitte nehmen Sie AAT, Freebie vom S. Professor, die spricht. Können Sie mich verstehen? Hör du mir. Fehler. Signal gestört. Verbindung unterbrochen. Hast du auch gesagt, dass ich gestört bin? Zur Quelle des Signals. Ach doch. Sehr schön. Handel. Verkaufe mir gerne alles, was ich vermeintlich zu viel haben kann. Gut, der war's nicht. Eine ihrer Aufgaben ist noch unerledigt. Wirklich, verzeih. Fahren wir immer noch. Warte mal. Holz habe ich. Wo krieg ich Sandbock her? Du da. Okay, ich kriege ja Korn. Reis. So, und da überhaupt drin? Wo kommen sie das? Na. Naja. Signal erfolgreich verstärkt. Absender: Devi, Professor Dr. Salman. Position: Leiter von SAAT. Spezialgebiet: Nanotechnologie. Planeten! Forschungsprojekt: Zugriff verweigert. Sicherheitsstufe 7. Keine weiteren Daten verfügbar. Es gibt hier ungewöhnlich starke Interferenzen. Ich muss erst die Werte rekalibrieren. Ah, das ist die richtige Frequenzmodulation. Endlich lernen wir uns kennen. Professor Salman Devi, Wissenschaftsleiter von SAAT. Ihre unglückliche Situation ist leider nicht der Grund meines Hierseins. Es ist wegen der Virago, einem frühen Archenprototypen. Father glaubt, dass sie hier ist. Würden Sie mich bei der Suche unterstützen? Who the hell is Father? Ich bin etwas überstürzt aufgebrochen in der Aufregung. Nun fehlen mir Instrumente für meine Suche. Instrumente? Können Sie mir bei der Beschaffung einiger Komponenten behilflich sein? Süße. Scheiß Global Warming. Da warmt es gar viel. Leider geben wir Häusl bauen, aber das Problem ist nur. Ja, ich koste die Frage. Global Trust war schon damals an ihrer Technologie interessiert. Devi bekommt den Bergungsarm und ich Einsicht in alle Ergebnisse. Ich hoffe, die Insel habe ich nicht mehr zu lang. Das ist jetzt blöd. War aber schon gerade Ecos, gell? Ja. Naja. Dumm, ne? Feindfahrzeuge. Ich muss auf alle Eventualitäten. Beeilung, wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Schön, dich zu sehen.
Hab ich jetzt es gekriegt oder nicht? Was liegt an? Bergungsarm. Liefern Sie geforderte Waren? Wie macht uns die Hölle heiß, wenn na, das was gibt's? Na, glauben wir, dass ich hab. Wer bist denn du überhaupt? Ich glaube tatsächlich, dass ich einen Keuch hätte, wenn ich die Dinge abreiße, die Kohlemine. Na, schauen wir mal. So, dann reißen wir mal die Kohle mit ab. Was ist Kohle, gell? Nee, hab ich nicht, schade. Hauptsache Sushi und Wetter und was der Geier, okay. Brauchen wir Kohle bitte. Kann die hier bauen, aber hab ich gesagt, da ist ja nichts drin. Bringt mir jetzt dann auch nix. Und bauen wir da. So, was haben wir jetzt gekriegt? Bei die Ecos. Keine Eco-Schiffswerft bauen und eine Wetterkontrollstation. Habe jetzt gar kein schlechtes Gefühl dabei. Weather Control Station. Schau mal. So. Und Bio-Kurskolipa. So. Jetzt gibt's erstmal fürs Quarzelein gibt's jetzt erstmal Warnung. Sushi. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Ja. So. So, guck mal. Der frisst Blut. Reiser braucht man auch noch. Der braucht auch 5. Krass. Den bringen wir da quasi gar nicht hin. Ja. Ui, der braucht die Blut. Wo bin ich noch Blut? Überhaupt so für so was Großes so. Hier so. So, haben wir die eskalieren. Ja, zu Schersen. Wegen der Sushi. Sehr schön. Hier finden Sie alles, was Sie benötigen. Okay, aber immer nicht kapiert, was machen wir. Sie wünschen? Hm? Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist. Zu Ihren Diensten. Ich zähle auf dich. Also bau keinen Mist. Die Firma erwartet Ergebnisse. Sie benötigen etwas? Ja. Der Vorstand ist sehr an Ihrem Vorankommen interessiert. Ein 3D-Lokalisator.
Ah! Jetzt. Ich will sie nicht drängen, aber die Zeit läuft. Sie braucht Holz und er braucht was anderes. Sie gerechtfertigt ist. Ah ja, jetzt. Holz. Sushi, ich liebe Sushi. Ja, genau. Neueste Sushi-Bar. Weil du den Auftrag geschafft hast? Ich bin echt gespannt, ob Professor Devi damit die Virago wirklich entdeckt. Who the fuck is Virago? Aber mal, hast du schon was? Soll schon im Lager sein, genau. Bist du ein Lager? Die Firma erwartet Ergebnisse. Ah, fuck, ich hab verkehrt umgeklungen. So. Jetzt kann der Sushi-Mensch mal Sushi machen. Ein bisschen mehr Kohle abknöpfen hier. Was kann ich Direktorin Baines berichten? Und denken Sie daran. Die Firma will sämtliche Informationen, die sie über die Virago zusammentragen. Geht's um. Ich kann das mal austauschen, ja. Die Strom wie solche. Ich für sie tun. Ich soll aufstehen. Was drauf steht? Aha, sie kommen also mit Ergebnissen. Ah, der 3D-Lokalisator. Daraus benötigen wir den Scanner, das GPS und das Synchronisierungsmodul. Sup. Aha, sie kommen also mit Ergebnissen. Aha, ich komme also mit Ergebnissen. Schau mal. Ja, dieser Bergungsarm könnte passen. Ich muss nur die Greifzangen zunächst von der Hydraulik trennen. Ausgezeichnet. Aber ich brauche noch etwas. Einige Schiffskomponenten für die Modifikation des Trimarans. Dürfte ich Sie um dieses Opfer bitten? Sie stellen Ihr Schiff tatsächlich der Wissenschaft zur Verfügung? Ja. Kaufe mir ein Walking Pad, dann baue ich sogar noch Laufen ein. Spiel gespeichert. Ich finde die Wellen echt schon cool. Wasser ist ja immer recht schwierig zu machen. Hovercraft. Ach, die brauchen wir Hovercraft auch noch. Der wird aber gierig. Echt jetzt? Ja. Wetterkontrollstation. Wir kontrollieren das Wetter. Wenn ich dir jetzt eigentlich... Knappheit. Was denn tue ich? Sie stellen Ihr Schiff tatsächlich der Wissenschaft zur Verfügung? Ah, Haufen Strom. Sie waren eine große Hilfe. Der Trimaran ist nun einsatzbereit. Es wäre mir eine Freude, wenn Sie das Kommando übernehmen und die Suchexpedition leiten. Blub, blub. Nutzen. Einfach den Abtauchen-Knopf drücken.
Und schon geht es in die Tiefe. Keine Angst, Sie sind vollkommen sicher. Die magnetischen Interferenzen, die unsere Kommunikation gestört haben, Virago könnte dafür verantwortlich sein. Wir müssen das Phänomen mit der Scout-Drohne genauer untersuchen. Ah, da, Parenzo. Neue Inselkoordinaten erfasst. Ah, da ist sie. Sekunden. Glaube. Was gescheit's, kein Spezi. Interessant. Die Scout-Drohne registriert an dieser Stelle die größten Anomalien. Stell dir vor, da flockt der Insel. Naja. Captain Prince. Die Earl Grey. Harry. Die Analysedaten sind eindeutig. An dieser Stelle ist nichts Außergewöhnliches. Ja, Entschuldigung, ich hab zufällig gleich mal die richtige Insel gefunden. Nimm mal einfach die her. Naja. Ich finde das aber lustig. Da läuft quasi noch das Wasser von der Kamera runter. Wie steht's eigentlich mit deinem Wein? Hast du dich mal rangewagt oder muss ich da mal vorbeikommen? Ja, letzteres selbstverständlich, weil ich sauf doch nur in Begleitung, sag ich jetzt schon. Gesellschaft. Ah, nee, da muss ich hin. Neue Insel geortet. Ja, genau. Habe ich wieder einen Grund, mein Wohnzimmer aufzuräumen. Scherz. Die Analysedaten sind eindeutig. An dieser Stelle ist nichts Außergewöhnliches. Verzeih. Blub, blub. Nun, wie ist der Stand der Dinge? In vollkommener Finsternis ist an die weitere Exploration des Areals nicht zu denken. Aber ich habe hier etwas, womit wir Licht in die Dunkelheit bringen können. Eine Taschenlampe? Beeilung, wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Ein kurzes Zeitfenster für ein Flutlicht. Ist klar. Wo lebt der? So, Produktionspause, weil, ja. Wo können wir noch Windradl hinstellen? Da können wir noch Windradl hinstellen. Windradl. Ja, noch Windradl. Da haben wir noch Windradl und hier unten. Ja. Naja, unter Wasser. Der Wasser ist immer dunkel. Die Virago. Endlich. Seit so vielen Jahren rätseln wir, was damals bei der Testfahrt geschah. Mit dem Datenlog aus der Arche werden wir dieses Geheimnis nun doch noch lüften. Das Notfallschott sollte sich hinter diesem Geröllhaufen befinden. Ich fürchte, wir müssen sie sprengen, bevor wir Zutritt erhalten. Please bau TNT. Die Ölkatastrophe hat viel Schaden in diesem Sektor angerichtet. Könntest du mal nachsehen, ob unsere Maßnahmen greifen und sich das Ökosystem erholt? Sicher, sicher. Ja. Wie? Brauchst du die Hilfe der Eden Initiative? Ja.
So, wir können jetzt den Hernehmer oder Königon Hernehmer oder wie oder was? Oder? Wenn Sie Unterstützung bedürfen, sind Sie hier richtig. So weit, so gut. Gehen wir gleich zur nächsten Phase über. Jetzt einfach der Hief bauen oder wie? Kapier's nicht. Na. Wo läuft denn meine? Hui, was gibt's denn bei dir Feines zum Essen? Sieht da lecker aus. Bei mir gab's ja Hähnchen, also. No? Hähnchen. Hähnchen mit Süßkartoffel und Blumenkohl und ja, Zwiebeln etc. mit Reis. Ich traue mich nur irgendwie nicht, das morgen nochmal zu essen, weil irgendwie, weißt du selber, Salmonellen und so. Diese Sprengladung ist äußerst sensibel. Schon geringste Erschütterungen könnten sie aktivieren. Geringste? Gleich sehen wir, habe ich Sprengkraft und... Geringste Erschütterungen. Ich muss immer aufpassen, dass wenn ich hier im Dix bin, im Stehmodus, dass ich weiter rechts stehe. Immerhin passt jetzt mit dem Licht. I've been looking for blow up. Ein mächtiger Badaboom. Der empirische Beweis, dass ich recht hatte. Das Datenlog wird uns Aufschluss darüber geben, was wirklich mit der Virago geschah. Nun denn, lüften wir das Geheimnis. Bei all der Technik, die die haben, können sie auch das komplette Wrack hochheben. Bringen Sie Datenlog. Was? Was für Datenlog? Ah, der fährt rum. Ich wüsste jetzt immer noch gern, was ich hier machen muss, um diese Öko-Ding dort zu machen. Beliefern Sie das markierte Schiff mit folgenden Waren. Öko-Dokumentation. Aber woher soll ich die kriegen? Ich habe doch keinen Scanner, oder? Aber wahrscheinlich das hier, oder? Muss zur Erfüllung eines Auftrags. Aha, Sie kommen also mit Ergebnissen. Jo. Mit der Dekodierung des Datenlogs setze ich den Spekulationen über das Verschwinden der Virago ein Ende. Ein historischer Augenblick für SAAT. Howdy, Avax. Das Datenlog scheint beschädigt zu sein. Es hier zu untersuchen wäre sehr riskant. Ich muss in mein Büro nach Kor. Dort wäre das kein Problem. Und guten Nächtle Fuxi. Danke fürs Reinschauen. War's das schon, oder wie? In Kor befindet sich die Zentralverwaltung von SAAT. Ich wäre erfreut, würden Sie mich dorthin begleiten und mich bei der Untersuchung des Datenlogs unterstützen. Sicher, sicher. Chatterung. Auf nach Kor. Ich kann es kaum erwarten, die Daten aus dem Datenlog genauer anzusehen. Ich hätte aber noch gern die Bonusmission gemacht, die ich nicht verstanden habe. Naja, bestimmt. Empfange Zielkoordinaten von Kor. Kurs berechnet. Abtauchvorgang wird eingeleitet. Wahrscheinlich hätte ich die machen müssen, bevor ich... Von meinem Hovercraft hätte ich wahrscheinlich das Ding abrüsten können. Was ausgerüstet war. Dann wäre es gegangen. Na egal. Wahrscheinlich irgendein Hidden Dingsbums. Achievement. Aber so schlimm sind die ja nicht. Der Virus. K.
Core. Hey, jetzt sind wir richtig durch heute. Alles Level 1 Herausforderungen. GG, Dankeschön. Also ich zieh grad. Ein kluger Kopf wie Ihrer könnte hierbei den entscheidenden Ausschlag geben. Also ich spiele. Sind Sie bereit, Ihre Fähigkeiten in den Dienst der Wissenschaft zu stellen? Ja. Also ich spiele gerade die Kampagne quasi komplett durch und danach kommen die ganzen anderen Missionen. Das ist so der Plan gerade. Weil ich wollte mal wieder was Ruhigeres zum Spielen haben und nicht immer nur Ballerballer und ja, was ist aber. Jo. Der Wahrheit auf der Spur. Core, das Forschungszentrum von SAAT. In der Hauptstadt von Scientific Association of Advanced Technologies leben die fähigsten Wissenschaftler, um unter der Leitung von FATHER, dem Supercomputer, bahnbrechende neue Technologien zu entwickeln. Hierher sind sie mit Professor Devi gereist, um gemeinsam mit dessen Assistentin Dr. Bartok das Datenlog der Virago zu entschlüsseln. Klingt ja gar nicht nach Virus, Virago. Die waren sehr kreativ damals. Ah, da sind sie. Willkommen in Core, dem Forschungszentrum von SAAT. Hier haben wir alles zur Verfügung, was für die Dekodierung der Informationen aus dem Datenlog erforderlich sein könnte. Respekt. Schön, dass Sie da sind. Ich habe bereits von Ihrem bemerkenswerten Fund gehört. Das ist wirklich eine Sensation, sogar hier bei SAAT. Ich bin übrigens Dr. Tori Bartok, die Assistentin des Professors. Mhm. Father möchte sofort mit Ihnen sprechen. Ich bringe Sie am besten sofort zu ihm. Ist auch der Grund, warum ich das Spiel wieder ausgegraben habe. Ich spiele es ja in 4K. Das war erstmal ein Kampf. Aber sieht sehr geil aus. Und ich habe auch den Blumen rausgenommen, der immer so übertrieben war. Ich habe die optimale Verteilung der menschlichen Ressourcen bereits ermittelt. Professor Devi leitet das Dechiffrierungsteam im Unterwasserlabor. Dr. Bartok koordiniert sämtliche Maßnahmen. Und auch für Sie gibt es eine Aufgabe. I don't trust this AI. Because of reasons. Der Wahrheit auf der Spur. Die Struktur ihrer physischen und psychischen Parameter macht sie zum idealen Kooperationspartner für Professor Devi und Dr. Bartok. Assistieren Sie, wo immer es nötig ist. Da. Genug gestanden. 15 Minuten. Können wir runtergehen. Damit Sie an der Aufbereitung der Daten helfen können, sollten Sie sich ein eigenes Labor einrichten. Kommen Sie zu mir, damit ich Ihnen die Konstruktionspläne aushändigen kann. Na, ein bisschen tief. Sicher, sicher. Was haben wir hier da? Hobbitederi, Hobbitederi. Zurückgedürzt. Schon müde? Kannst du dich an den hier erinnern? Soll ich die Konstruktionspläne für Ihr Forschungslabor jetzt auf Ihre Systeme übertragen? Selbstverständlich. So. Soll ich die Konstruktionspläne für Ihr Forschungslabor... Auf den umliegenden Inseln haben sich übrigens die Vertreter von Eden Initiative und Global Trust niedergelassen. Beide haben angeboten, Ihnen beim Bau Ihres Forschungsstützpunkts zu helfen. Es ist Ihre Entscheidung. Ja, wenn die Dame anwesend ist, dann bauen wir doch einen Tee. Wahrscheinlich muss ich eh nochmal alles spielen, weil ich das seinerzeit wahrscheinlich nur mit Ökos gespielt habe. Hm. Hey, ist immer gut. Ja. Scanner registrieren Bewohner auf dieser Insel. Na dann, schmeißen wir sie runter. Zeit zu handeln. Bist du dabei? Da zack. Sie und Ihr blinder Aktionismus. Empfange weitere Baupläne aus Chor. Zweck. Ansiedlung von Tech-Laboranten. Bauinterface-Aktualisierung abgeschlossen.
Sehr schön. Was bist du? Okay. Items. Oder nicht? Oder schon? Ach, genau. So. Dex. Statistikgebäude. Was bist du? Du bist. Okay. Ja, dann bauen wir halt hier mal so ein Statistikgebäude für. Was da gar was. Ja. Ja. Schlosssumme. Ah, jetzt wieder voll verkackt mit den Straßen. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Ja, verminderte Fruchtbarkeit. Oh, Marineabwirtum. Okay. Ja, den setzen wir mal völlig hier mitten rein. So. Ich weiß auch nicht, ob das Layout für den Teil hier Sinn macht, aber so mit dem fange ich mal an. Schauen wir mal. So. Was haben wir hier? Gezeitenkraftwerk. Ui. Was ist hier irgendwie im Wasser oder ne? Doch. Muss unter Wasser errichtet werden. Was? Okay, an das kann ich mich nicht mehr erinnern. Dürfte interessant werden. So, jetzt brauchen wir erstmal ein paar Häuser. Dann brauchen wir ein paar andere Häuser. War wieder klar. Naja. Schnellstraße kostet nur mehr und sonst nichts. Okay, nehmen wir auch. Wupp, wupp. Ja, cool. Ich glaube, ich sollte hier mal draufklicken. Ne, hab's noch nicht verstanden. Egal. Okay. Was haben wir hier? Werkstattproduktion. Zeug. Sehr gut. Gut. Dann. Mal langsam das hier. Was haben wir hier? Holz. Ah ja, haben wir die sogar. Die Produktion dafür, aber. Ist eher noch ein bisschen mau. Aha. Also jetzt, was da ist. Lieber mehr haben. Jetzt warten wir hier bis zum Ende des Jahrhunderts. Gut, dann brauchen wir drei davon. 1, 2, 3. Hier noch eine Straße lang. Hier lang, hier lang. Hier rüber. Bauen hier einen fröhlichen Kontor hin. Also, beziehungsweise einen Haufen links. Lagerstätte, meine ich. Ne? Lagerstätte. Und genau. Hui, wie sie dann schneller werden. Sehr schön. Ja, Wuselfaktor ist was Schönes. Lul, Geisterstunde und so. Habe ich eigentlich schon erwähnt, liebes Quarzelein, dass ich heute einen Raikou gefangen habe? Ja, glaube ich, habe ich schon. Was haben wir hier? Ein Flakgeschütz. Ui, so.
Frachtlager. Vergrößert inselweit. Swanlager. Okay. Ich glaube, das sparen wir uns erst einmal. Aber eine Feuerwehr vielleicht eine Idee. Okay, die können wir gar nicht so reinsetzen. Dann müsste man wieder so bauen. Registriere Energieknappheit. Und schon braucht man wieder Strom. Hm. Strom, glaube ich, war da bei den Ökos immer ein ziemliches Problem. So, ein Konzertraum brauchen wir jetzt schon, okay. Die Ökos waren die linken. No pun intended. So. Ich glaube, die Techies, die können sonst nichts, oder? Aber der Gezeitenkraftwerk, das ich irgendwie unter Wasser kriegen muss. Das sah ich noch nicht aus. Was haben wir hier? Öl? Mhm. Was ist das hier? Carbon. Aber Öl. Okay. Dann bauen wir hier erst einmal noch. Ein bisschen mehr fischen. Okay, das Statistikgebäude wollten wir mal angucken. Hui. Ah, da können wir quasi alles sehen, was die Insel tut. Sehr fein. So. Mit den Techies kann ich allerhand von Sachen bauen, von denen ich keinen Plan habe. Macht das einen Unterschied, ob ich ein Techie-Stadtzentrum habe oder ein Öko-Stadtzentrum? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sieht einfach nur anders aus. Hey, guck mal da. Ein Bildungscluster. Aha. Das klingt jetzt nicht sehr vertrauenserweckend. Sie benötigen mehr Baumaterial. Blockheizkraftwerk, sehr schön. Dafür brauche ich aber Wut. Warte mal. Steht mit den Einwohnerzahl im Einflussbereich. Okay, das heißt, wenn ich die hier hinstelle. Dann soll das gut sein. Erstmal ein bisschen auf Geld kommen. Und ich schön minus hier die ganze Zeit. Genau. Und ich mir versuche hier ein bisschen zu orientieren. Irgendwas muss ich hier tun. Errichten Sie... Ah, ich brauche mehr Labor. Deppen. Genau. So, was haben wir hier sonst am Laufen? Gut. Eine Baumschule versorgt zwei Holzer. Das ist schon mal gut zu wissen. Hätte ich mir zwar nicht merken können, aber ist ja wurscht. Bauen wir dich gleich mal aus. Bist du voll oder wie? Haben wir zu viele Fische? Ne. Zu wenig Drohnen.
Vegetation. Blumenbeet. Da Quarzielein, jetzt hast du ein Blumenbeet. Oh, schau. Schöne Blümchen. Sehen zwar leider alle gleich aus, aber oh, immer ein Blümchen. Also. So. Sehr schön. Ah, oh, das freut. Hier noch ein Bäumchen. Ja, genau. Hier bauen wir noch ein Bäumchen hin. Ja. Hm. Hätte man schön. Hafentor. Oh. Ha! Und ein kleines Häuschen im Grün. Oder am Meer. Geräteschuppen. So. Was haben wir denn hier? Haben wir die Werkstattproduktion? Die scheint gut zu sein. Ja. Wir haben aber keine Teeproduktion irgendwo, gell? Nö, nö, nö. Kein Tee. Dann machen wir mal einen Tee. Spiel gespeichert. Bin ich der Einzige, der mir glaubt, wenn das Spiel speichert, dass das Game abbraucht? Scanner registrieren Bewohner auf dieser Insel. Echt? Hammer. Wo käme man denn die her? Achso, bei der anderen Insel. Ja. Sie sind doch ein heller Kopf. Dann ist das sicher kein Problem für Sie. Ah, dem kann ich ein bisschen was liefern. Okay. So. Krankenhaus ob wir noch bauen, sicherheitshalber. Aber jetzt eher, wo wir es hinstellen. Ja, was machen wir da rein? Wird schon nicht gleich die Seuche hier ausbrechen. Feuerwehr haben wir, genau. Feuerwehr haben wir. Blockheizkraft. Dingsbums haben wir. Depp, na bitte. Als Blockheizkraftwerk kann die Ding versorgen, die Feuerwehr, aber nicht das Krankenhaus. Interessant. Bildungscluster wollen wir machen, genau. Sind wir jetzt bei den Techs oder bei Ökos? Bei den Ökos sind wir gerade. Okay. Kriegen die ein Bildungscluster? Damit du schneller wieder heimgehen, meinst? Okay. Warum ich den überhaupt gebaut habe, ist mir allerdings unklar, weil eigentlich brauche ich das gar nicht. Oder? Hm. Egal. Ich war ja heute schwer enttäuscht. Ich wollte mir eigentlich MacGyver angucken. Auf Amazon. Und stelle dann fest, bei Amazon gibt es gar nicht MacGyver, sondern nur diesen Verschnitt MacGyver. Den kein Mensch angucken wollte. Dann findest du raus, dass das nur bei RTL Nitro läuft. So. Warum? Voll unfair. Okay, schauen wir mal. Wie bauen wir das jetzt? So. So. Hey, 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 das dauert. So. Gut.
Den dritten bauen wir dann da oben hier. Später. Jetzt brauche ich erstmal mehr Ökos bzw. mehr Techies. Ich weiß nicht, wer da mehr zahlt. Was bringst denn du so? Plus 38 plus 200, aber es liegt an der Menge, glaube ich. Schau mal, 38 auf. Setz hier 200. Ja. Also 200 auf 243. Und das sind 35 auf 38. Also sind ja die besser. Will jetzt mal behaupten. Diese Stadt entwickelt sich langsam zu einem Ort, an dem die Wissenschaft einen angemessenen Stellenwert hat. Ja, genau, RTL Plus, ja. Ja, das ist, glaube ich, bei Sky dabei. Aber ich habe auch nicht vor, dass ich mir Sky kaufe. Ich habe ja sogar, ja. Ich bin ja sogar am Überlegen, Amazon Prime loszuwerden. Du wirst die Angelegenheit regeln. Welche? Okay. Die brauchen alle was von mir. Also, du brauchst 15. Ach, du leck mich doch. Du brauchst 10 und 4. Das glaube ich kriege ich hin. Haben wir noch Eisenerz? Kohle haben wir. Eisenerz haben wir, jawohl. So. Also, der braucht 10 Tonnen Holz. Wut. Und Eisenerz. Braucht er 4. Und der da unten braucht 15 Tonnen Werkzeuge und. Nee, das so. Übertreibt's doch nicht immer so. Guck mal, er hat schon eine komplette Insel oder so. Hm? Ah, hey, ein Pump. Ein Pump-Ross. So ein Ross. Also ja, genau, ich brauche mehr Dingsbums, mehr Techies. Sie kommen, um Ergebnisse zu präsentieren? Jo. Sie setzen sich ein. Das ist gut. Hey. Der Bevölkerungszahl bestätigt. Bau des Versuchslabors genehmigt. Optimaler Standort nahe der Wohnquartiere. Ha. Meine Zufriedenheit kann nicht mehr unter unzufrieden fallen. Was ist unzufrieden? Verärgerung. Geile Übersetzung. Also ich soll irgendwas bauen, haben sie gesagt, gell? Ach du Scheiße. Auf dem Zeug. Geht mir nicht aus. U-Boot-Werft! Jawohl, bauen wir Nukes. Genau. So. Jetzt haben wir hier so viele. Die machen 66. Also 60 Leute machen 66. Wer braucht da ein Privatleben? Und 200 machen das, aber die können sich demnächst mal entwickeln. Also. Automatisch ausgerüstet, sehr schön. Forschungslabor, ermöglicht das Bauen von Forschungslabor. Schauen wir mal. Aktivieren Sie die Konstruktionsplan in Ihrem Konto. Ah, und der muss möglichst viele von denen haben. Schneuzen wir den mal da hin. Scannel Forschungslabor. Hard- und Software installiert. Informationen übertragen. Gebäude betriebsbereit. Bitte beginnen Sie Ihre Forschung. Ist klar. Schauen wir. Und zwar. Könnten Sie mir gleich bei der Reparatur des Datenlogs. 3. Leider hat die Hardware die Zeit in der Virago nicht unbeschadet überstanden. So schaut's aus. Da. Oh, Pommelforscher. Inspiration. Erst gestern habe ich eine neue Erfindung gemacht.
So, was haben wir hier? Genau. Jetzt können wir hier Sachen forschen. Und forschen wir die doch mal. Modul fertiggestellt. Ja, ich brauche immer noch 15. So eine Scheiße. Kann man die kaufen? Aber ich habe nicht mehr so viel Geld. Registriere unautorisierten Zugriff auf meine Systeme. Sicherheitsprotokolle aktiviert. Lokalisierung des Ursprungs läuft. Aha. Unautorisierter Zugriff. Herzliche Willkommen. So. Produktion. Bilanz wäre interessant. Steuern 339. Wird nie aufgeschlüsselt. Egal. Soll ich das da jetzt mal bauen, ha? Bist du überhaupt Aquafarm? Muss unter Wasser errichtet werden. Haben wir schon wieder. Ich sollte jetzt mal hier irgendwie rausfinden, wie ich unter Wasser komme. Weil irgendwie... Ne? Ich glaube, da brauche ich mal die Werft oder sowas. Ja, bauen wir erstmal Ökos. Das Homo ist. Ökobilanz ist noch sehr scheiße. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Wirklich, verzeih. Fruchtbarkeit. Da. Werte steigen. Tee. Ja, ich weiß, ich sollte da drüben erst einmal die Dinger machen, aber ich habe jetzt erstmal Bock auf Wetterkontrollstation. So, dann machen wir hier mal fröhlich die Ökos. So, mal ein bisschen Geld reinkommt. Ich glaube, die Ökos bringen auch weniger Geld ein. Irgendwas war da. Dass die eigentlich gar nicht so geil waren. Hätte ich eins weiter raussetzen sollen. Naja, wurscht. Was braucht jetzt der 10 und 15 und 15, das ist übertrieben. Schief. Vor. Jawohl. Items. Okay. Ich würde mich ja selbst darum kümmern, aber mein Terminkalender ist zu voll. So. Bringen Sie die Ergebnisse zu Russells Kontor. Und was denn? Erkunden Sie die auf der Minimap markierte Insel. Okay.
Tunnel 1515 braucht? Ach nee, es kriege ich. Bei Dr. Brad Talk muss es erwerben. Mein Gott. Und? Machen Sie bereits Fortschritt? Diese Dinge können einem das Leben schon erleichtern. Okay, hab ich nicht. Erwerben Sie bei Dr. Bradtalk. Das bist du. Wie lautet der aktuelle Status? Ich hoffe, Sie werden bei uns fündig. Ein Motor. Ja, da ja gerne, aber ich kann nicht. Wo ist da? Na egal. Fahren wir erstmal rauf. Spiel gespeichert. Zwischenzeit sollten wir vielleicht jetzt mal unsere Bilanz noch ein bisschen arbeiten. Schau, was haben wir hier? Techies. Hallo. Oh, guck mal, ich bauen. So, hast du was? Was brauchen Techies überhaupt? Die brauchen Werkzeuge zum Bauen. Was kommen wir hier? Ah, jetzt können sie sogar Flieger bauen. Naja. Registriere Bedarf an Gemeinschaftszentren. Warnung. Registriere Abwanderung der Bevölkerung. Ja, jetzt komm, nur weil ich mal kurz eine Sekunde nicht da war. Ich will nicht gleich wieder so eskalieren hier. Ja toll, wie soll ich weißer Fleck machen, wenn ich die Insel schon erkundet habe? Ach Mann. Irgendwie ist, glaube ich, das Missionsdesign nicht so komplett durchdacht. Schauen wir mal. Was haben wir hier so? Items. So. Fahren wir da hoch. Ich mache immer noch viel zu. Mach ich die ganze Kohle jetzt her? Ich brauche EQ, so haben wir gesagt. So. Dann lassen Sie mal sehen. Es muss doch möglich sein, diese Firewall zu deaktivieren. Ja, nichts sagen, aber Firewall deaktivieren ist schon wieder so schlecht, oh. Devi helfen. Er arbeitet im Unterwasserlabor. Nehmen Sie einfach meinen Trimaran. Ah, ich brauche einen Trimaran, damit ich unter Wasser schauen kann. Jetzt klingelt's. Jetzt kann ich unter Wasser gucken.
So, Techies, Gezeitenkraftwerk. Na, genau. Bauen wir es einfach irgendwo hin. Ja, ist zu lang her. Da komme ich dann schon wieder rein. Scanner registrieren Bewohner auf dieser Insel. Ja, wirklich, verzeih. Sondextraktor. Ah, kann man da hinstellen. Nun, wie ist der Stand der Dinge? Brauchen wir Kupfermine. Oh, gibt's aber kein Kupfer. Ist ein bisschen blöd. Oh, zuerst mal ein bisschen Sound. Diese Firewall ist ungewöhnlich. Das ist kein SAAT-Standard. Ich gebe die Daten in unser Analyseprogramm ein. Mal sehen, ob wir den Sicherheitsmechanismus knacken. Kalkstein kann ich abbauen. Was ist das? Stromausfall? Die Kommandokonsole. Alle Systeme sind ausgefallen. Die Sauerstoffpumpen reagieren nicht mehr. Blacklaffe? Warnung. Menschliche Individuen in Lebensgefahr. Stromversorgung muss reaktiviert werden. Ja. Notfallprotokoll. Fruchtbarkeit. Werte steigen. Wir sehen den unentdeckten Krieger. Der Chemnitzer. Habe die Ehre. Willkommen, willkommen. Lieben Dank für dein Follow. Abends. Ist schon interessant, wie man alles so trifft, wenn man quasi das alte auch nochmal wieder anschmeißt. Das ja schon 12 Jahre alt ist, habe ich gerade festgestellt. Den hat man noch. Den Eisbahn. Ich glaube, den bauen wir ungefähr so. Wollte einfach jemanden zuschauen, der auch einer zockt. Bin auch in 2070 gerade drin. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich hab's ja nach ewig langer Zeit mal ausgepackt. Spiel's tatsächlich auf 4K. Das war auch erstmal eine Aktion, das zum Laufen zu kriegen. Sehe ich jetzt irgendwie jedes Mal, wenn einer kommt. Genau. Energieknappheit. Energieknappheit, sag mal. Ikos. Haben wir denn noch irgendwo Platz für ein Windrad? Hammer, sehr schön. So, und... ja. War fast wieder ein Häufelchen hier. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich die Windräder auch mal aufs Wasser bauen konnte, aber ne. Ist wie es ist. Da vielleicht 19, ja. Ja. Mach ich mal. Da so hin. Ich muss sagen, in 4K macht das echt Spaß und ich habe auch den Blumen rausgenommen, weil es ist immer sehr blumig. Das war ja die Seuche der 2 Zähne. Was ist bei dir kaputt? Ach, ich kann keinen Reis anbauen. Scheiße.
Ja. Dann müssen wir da nochmal gucken. Jetzt brauchen wir erst einmal einen Hafen. So. Was muss ich abtun? Dem würde ich gern Motor bringen. Kann ich da jetzt einen Motor kaufen? Obwohl es ja auch so noch ganz gut aussieht. Ja. Also wie gesagt, das sieht ja sehr hervorragend aus in 4K, muss ich echt sagen. Hat sich sehr gut gehalten. Gut, die Schüsseln sind hier ein bisschen eckig, aber... Auf dem Stream kommt es ja nicht ganz gut rüber. Aber... Das wirklich Wertvolle ist in meinem Kopf. Alles andere können Sie kaufen. Muss ich da jetzt durchwechseln? Brauchen Sie Spirit-Ideenkiste? Jetzt kann ich den Motor kaufen. Saatgut Zuckerrüben, ne, die brauche ich nicht. Wir sind uns einig. So, fahren wir da mal hin. Den müssen wir ja auftauchen lassen wahrscheinlich. Bitte beeilen Sie sich. Unser Sauerstoffvorrat wird nicht mehr lange reichen. Jojo. Atemtechniken, dann wird das schon. Bitte beeilen Sie sich. Unser Sauerstoffvorrat wird nicht mehr lange reichen. Was muss ich denn überhaupt tun hier? Er braucht 20 Tonnen und 9 Tonnen. Ja, okay, das kommt hin. Errichten Sie an einer freien Stelle in des Unterwasserplateaus folgendes Gebäude. Achso, okay. Das ist quasi die Insel besiedeln. Verstehe. Was haben wir gesagt? 9 und 20. Scheiß drauf. 10. So was ist der Plan? Ja, es hat sich wirklich sehr gut gehalten. Also im Vergleich zum 21er, muss ich echt sagen. Macht echt Spaß. Ist unser Problem gelöst? Das sind ja wunderbare Nachrichten. Achso, jetzt habe ich dem einfach nur geholfen. Mist. Diese Sicherheitsmechanismen am Datenlog überraschen mich nicht. Die Virago war ein Prototyp. So, was brauchen wir überhaupt? Ich brauche Reis, kein Zucker. Diese Sicherheitsmechanismen am Datenlog überraschen mich nicht. Die Virago war ein Prototyp. Alles streng geheim. Prototyp für was? Genau, also ich spiele auf dem Kanal jetzt quasi dann nächste Zeit immer wieder. Weiß noch nicht wann, ob ich feste Tage mache vielleicht. Spielt die Kampagne und alle Einzelmissionen mal durch. Das Datenlog lag jahrelang am Meeresgrund. Die Nachfrage an unseren Entwicklungen ist groß. Greifen Sie lieber. Unsere Technologien sind komplex, aber userfreundlich. Motor, Geschwindigkeit, Wirkungsdauer 5 Minuten. Ah. Saatgut Kaffee, Kalkstein. Ich brauche aber Reis. In jedem dieser Objekte steckt einiges an Entwicklungsarbeit. Zucker. Diese Dinge können einem das Leben schon erleichtern. Kaffee. Ich hoffe, sie werden bei uns fündig. Öl? Öl? Hm. Die Nachfrage an unseren Entwicklungen ist groß. Kaffee. Greifen Sie lieber zu. Eisenerz. Unsere Technologien sind komplex, aber userfreundlich. Wahrscheinlich kann ich sie mir nicht kaufen, weil ich zu wenig von diesen Lizenzdingern habe. Da steckt einiges an Entwicklungsarbeit. Na gut, okay. Am liebsten will ich eine andere Insel besiedeln, aber es geht auch nicht. So, dann brauchen wir hier jetzt mal ein Kontor. Kontore? Kontore frisch. Bauen wir. Bitte beeilen Sie sich. Unser Sauerstoffvorrat wird nicht mehr lange reichen.
Da ist der was vor dir. Ja, Mann, das ist Absicht. Ich habe noch ein paar andere Sachen am Laufen, die ich mal fertig machen will, aber momentan brauche ich was Ruhiges zum Entspannen. So, jetzt fahren wir mal zu der Insel nochmal. In der Hoffnung, dass wir jetzt einen Scan kriegen, damit wir das abschließen können. Weil ich will ja diese Lizenzen hier sammeln. Lizenzen erhalten Sie durch den Abschluss von Aufträgen, Abkommen, spezielle Items, verkaufen bestimmte Gegenstände. Ja, genau. So, warum wollt ihr eigentlich nicht upgraden? Seid doch alle happy. Muss ich euch manuell upgraden, oder? Sag jetzt bloß, die brauchen... Kann es sein, dass die das andere Stadtzentrum brauchen, dass die upgraden können? Oh, das wäre aber fies. Ich habe Sorgen. Steuern auf grün? Hier an unserer Seite werden wir das Kind schon schaukeln. Meinst du auf supergrün? Neue Bevölkerung. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nämlich Stadtzentrum für die Forscher gebaut. Spiel gespeichert. Ich mir dachte, ich spare Platz. Ob das Auswirkungen hat, das ist bei mir schon ein bisschen zu lang her. Ja, ich habe ja eigentlich die Insel schon erkundet, aber irgendwie scheine ich das nicht zu kriegen. Ach, der läuft eh langsam ab. Okay, passt. Ja, das ist immer blöd, wenn diese Missionen sich softlocken können. Das ist doof. Wobei, das brauche ich vielleicht noch. Genau, das können wir gleich rüberfahren. Da sind wir. Alle rein da. Nee, ich habe eigentlich noch gar keinen aufgestiegen. Das ist eigentlich so gerade meine Frage, die mich... Warum ich mich hier so nicht so ganz auskenne. Ich brauche eine bessere Ökobilanz, kann das sein? Nee, sind eigentlich alle happy. Ah, jetzt. Was doch Stufe 1 grün. Ja, ich hätte gern Sushi, aber Sushi braucht halt diese Ressource, die ich nicht kriege. Datenlog überraschen mich nicht. Die Virago war ein Prototyp. Alles. Ja, jetzt erzählt mir jemand das gleiche. Das ist schlimm hier. Gut, was muss ich hier übermachen? Ein Gezeitenkraftwerk brauchen wir. Das wollte ich ja schon die ganze Zeit bauen, habe mich gefragt, wie. Was immer sehr witzig ist. Ein Gezeitenkraftwerk. Schauen wir mal. Leitung Energietransfer ein. Wahnsinn. Systemneustart initiiert. Sauerstoffpumpen reaktiviert. Die menschlichen Individuen sind außer Lebensgefahr. Aquaform. Wie viel wird die wohl brauchen am Platz? Ach du Scheiße. Das war knapp. Einen solchen technischen Aussetzer hatte ich nicht erwartet. Aber dank Ihrer Hilfe laufen die Systeme wenigstens im Notfallmodus. Okay, bauen wir noch eine. Jetzt geht das auf. Und meinem Team gelungen, die Firewall auszuschalten. Aber hier hat es einige Kurzschlüsse gegeben. Wir müssen die Datenanalyse bei Ihnen fortsetzen. Ah, Mist. Egal. Ich weiß immer nicht, ob ich drüber rausbauen kann und ob das wurscht ist. Früher habe ich mal drüber rausgebaut. Aber es könnte auch kompletter Käse damals gewesen sein. So, dann brauchen wir hier den da. Grobe Saison. Zip. Zip. Wahrscheinlich brauchen wir da zwei von. Das habe ich natürlich maximal dumm gebaut, gell? Egal.
Gut, was haben wir noch? Zucker und Kaffeebohnen, ja, genau, das hat man für bessere Forscher. Öl. Schauen wir hier keins zu haben. Was ist das hier? Das ist ein Riff. Na ja. Passt soweit. Dann brauchen wir hier mal eine andere Route. Wie haben wir denn die gebaut? Patrouille, Aktionsmodus. Pipetten? Ach, das sind meine Pipetten. Weg zerstören. Ach du Scheiße. Wo ging denn das? Was ist das da? Dafür braucht das strategische Menü, kann das sein? Ohne Handelsposten. Das ist mir noch unklar. Was ist? Ja, da haben wir gleich mal kurz mal für kleine Jungs. Bin ich in Kürze wieder da. So. Auch wieder mehr Handel. Was hier verkaufen. Das mal alles zu viel machen. Irgendwann mal. Sand. Bin ich in Kürze wieder da. I have to pee. Jesus, I overslept. It's already night. For the first time since I got here. On a planet with three suns. Oh, you motherfucker! Oh, my ears! So, da sind wir wieder. Was wollte man denn tun? Nehmen Sie mit dem Trimian folgendes... Also, muss uns unter Wasserlabor. Depp. Und was gibt's da so? Lag jahrelang am Meeresgrund. Druck, Temperatur, Salzwasser... Ja, ich meine, ich könnte schon die Power-Ups nehmen, um was anderes zu tun. Achso, eine Minute. Ich finde diese Softlock-Mission immer sehr kacke. Das ist wirklich erstaunlich. Das Datenlock wurde mit komplexen Mechanismen gesichert. Fragen Sie mich wie, aber der nicht autorisierte Zugriff auf Ihre Reiche, der Stromausfall hier, beides scheint zusammenzuhängen. Wirklich verzeih. Wo
Warnung. Nahrungsversorgung sichergestellt. Problem gelöst. Für Nahrungsversorgung. Sie sich nicht damit auf, das Essen persönlich hier abzuholen. Diese nützliche Software wird Ihren Warentransport automatisieren. Diese nützliche Software kriegen wir jetzt. Sie können jederzeit mehr SAAT-Equipment erwerben. Sie können jederzeit mehr SAAT-Equipment. So, probieren Sie den Autopiloten gleich aus. So, was gibt's denn hier? Die? Kampfroutine-Interface brauchen wir nicht. No Man's Sky kostet immer noch 60 Tacken. Nee, wieder. Aber ja. Drohnenangriffskraft. Aktivieren Sie eine Drohne, die feine Umgebung automatisch angreift. Nett. Und Gold. Jetzt bin ich gespannt. Registriere Optimierungspotenzial beim Überseewarentransport. Verfügbare Informationen über Handelsrouten. Ah, Mann. Fuck, hörst du das Ding? Sonder. Das. Nach Delta-Komplex. Also in Sonder hätte ich gern eingeladen, das hier, und im Delta-Komplex ausgeladen, das hier. Vielen Dank. Sollte das schon laufen. Hauptsache, wir haben endlich Zugriff auf die Daten. Bringen Sie das Datenlog gleich in Ihr Forschungslabor und lassen Sie dort die Informationen auslesen. Ach, der kann Reis liefern. Ach, bei dem kann ich quasi Reis kaufen? Dann könnte ich das hier produzieren, jetzt verstehe ich. Mhm. Dann legen wir die mal flach. Dann erweitern wir hier diese Route. Was ist das Ding? Salem? Sieh ich aber nicht. Jetzt crasht das Game! Naja, ist ja nur morgens. Sie haben ein Geschenk erhalten. Dankeschön. Lieber Tristan. Ist ein Zeichen. Ja, ich soll ins Bett gehen. Jo. Stand by. Eieiei. Ich klicke auf die Route und es zerlegt die. Will ich wissen, wann der letzte Autosave war? Glaub nicht. Naja. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Freue mich immer wieder, wenn ihr ein Abo da lasst. Beziehungsweise ein Follow da lasst, Entschuldigung. Gute Nacht. Payday 2 ist mir bei mir auch immer. Ja, weil. War jetzt das erste Hardcrash seit langem, von daher. Okay, Anno 2070 streamt kein Mensch, dann besuchen wir wieder die Osterhasen. Weil es ja so ein schön chilliger Stream ist. Und dann wünsche ich euch schon mal allen gutes Nächtle und bis die Tage, ne? Also höchstwahrscheinlich morgen, mal gucken. Vielleicht machen wir morgen auch Hand. Mal schauen. In diesem Sinne, gutes Nächtle, hoidere. Stand by.